Hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir Nightmaniac. Das ist ein Spiel von Nexus Game Studio. Ist ein kleines Studio, das macht halt solche kleinen Spiele für itch.io. Um da zu zeigen, was sie so können. Ist dann auch so fürs Portfolio wichtig, wenn du da einen Job willst, ja, als Programmierer. Games that tells the story of a butcher boss is a murderous ex-butcher who has not accepted his own dismissal and imprisonment. The killer is loose, ready to kill anyone who stands in his way without hesitation. In the demo you play as another butcher, which was supposed to be just another normal day at work, but tonight was different. Wie es aussieht, geht's hier darum, dass da ein verrückter Ex-Fleischer da irgendwie ins Gefängnis kam und jetzt wieder zurückkommt, um seinen Boss umzulegen, und wir spielen da so den, ja, so einen anderen Fleischer, der da halt im Laden arbeitet, und wir werden da wahrscheinlich jetzt auch mit reingezogen und müssen uns da dem Butcher stellen, halt dem Fleischer. Ja, und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch immer darum beten, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt mit irgendwelchen shitty Horror-Games, die ich spiele, abonniert meinen Kanal, gebt ein Like und schreibt ein paar Kommentare, das hilft mir sehr, kostet euch nichts. Vielen Dank. Wow. Noxus Game Studios presents Nightmaniac. Na gut, es geht's. Prolog. Wir sind da jetzt in der Fleischer, da die Kohle hat da jeden Tag mit dem Taxi auf Arbeit zu fahren. Na gut. Wie sieht's denn hier aus? Ach ja, alles Seele, schön. Leberkäse, Rinderrouladen, Känguruhoden, Wanted FBI, Steven Watson, der hat ja gar kein Gesicht. Steven Watson, Bibel, okay. Na, David, erzähl ihm. Hey John, you know you're an hour earlier, right? Wir sind jetzt ein bisschen zu früh auf der Arbeit. Das gefällt dir nicht. Really, dude? I didn't see the time I left. I thought I would arrive on time. Also, ich gedacht, dass ich da ja zur richtigen Zeit aufschlage, aber bin halt eher da. Alright, that's good for me, because I'll be leaving early. So, unser Freund David, da freut sich da jetzt, dass er da früher heim kann, weil wir ja schon da sind. Wir machen halt eine Nachtschicht in unseren Fleischerladen, weil da nachts immer die Leute kommen ja und Knacker zu kaufen. Na gut. Knackwurst. David, anyway, I'm leaving. Since you got to work early, could you clean the butcher shop for me? Also jetzt braucht er uns, ob wir da den Laden noch sauber machen können. Und wir Idioten sagen, of course I clean. Since I'm bored anyways. Ja, wir macht das Ding sauber, weil wir eh nicht stehen. Do you have plans tonight? Warte den jetzt, ob da irgendwas geplant hat für heute Nacht. Ja. Welche Pläne? To sleep. Ah ja, David, dann da weiß, wie man hier den Abend verbringt hier. Und ich sag nur, ich hab mir schon gedacht, dass du sowas sagst. Anyway, have a good job. I'm leaving, ja, da wünsche ich einen schönen Tag oder gute Schicht. Und der haut jetzt ab. Danke. See you, Dave. Ja, bis später, bye. Ja. Dreht sich auf der Stelle. Hey, wir stehen.
Lass mich nicht alleine. Haben ja auch kein Auto gesehen. Läuft er jetzt daheim oder was? Na gut. Sauber machen, ist angesagt. Irgendwie. Pork. Chuck Beef. Windows. ME 98. Was ist mit der Scheiße? Jetzt habe ich was eingepackt. Der nächste, der kommt, der kriegt das jetzt. Ob der will oder nee. Was mache ich jetzt mit meinem Teich? Expect customer to arrive. Ah, hier. Du List. Hallo. Was wollen Sie denn? Der hat's gleich abgekauft. Ausgezeichnet. Ach ja, schöne Auto-Animation. Ja. Und fort ist er. Ich weiß, was Sie wollen. Hier, nehmen Sie es. Hey man, I wanted a chicken. Do you have it? Beef. Pork. Chicken. Der Schuh ist in meiner Hand. Möchte ich das in den Müll werfen? So, Chicken. Da möchte Hühnchen, der Junge. Ja. Schling. Das ist ja Fleischerladen-Simulator. Richtig geil. So, Objekte. Trash the. Throw the trash away. Yeah. Ich gucke hier nur auf den Pult und dann steht da hier so ein Drucker bei mir. Siehst du schon kommen? Ja, schön sauber. Throw the trash away. Wie? Ah, ja. Das ist ja hier wie. Animation wie bei Resident Evil, bei den grünen Teile. Oh, Flashbacks. Nee. Powerbox. So, und jetzt steht der Kleiderverrückte hier. Bei uns im Laden. Expect customer to arrive. Na, jetzt geht's weiter, Bro. Unserem Buschhandwerk. What was that? Damn Vandalism. Heißt du, das sagt hier Scheiße, Vandalierer? Wer war das? Ah, kann ich die Scheiße aufräumen oder was? Come on. One hour later. Ist wie was passiert? Hey, hier, wir haben ein Paket bekommen. Wir sitzen hier drinnen in den Laden, warten auf Kundschaft. Und dass da jemand so ein Paket abstellt, gehen wir nicht mit. So, das ist meine Aufgabe. Take the meat delivery and put it in the freezer room. Klar, machen wir doch. Gerne. So,
meatbox and take out the pork meat. Put the pork in the pork stock. Das wird ja wahrscheinlich hier. Jetzt gehen wir jeder mit einer Tüte Fleisch in den einen Raum in den anderen und bringen das auf. Und dann irgendwann mal steht da hinter uns. Chicken Pork. So. Schweinefleisch. So. Ah, jetzt kommt der nächste Kunde. Zur Aufgabe ist expecting oder erwarten, dass da ein Kunde kommt. Ist ja richtig schön gemacht. Eine Ewigkeit später. Ah, hier. Tja, ist ja was los in der Nacht. Zu viele Leute, die Fleisch wollen. Ja, nicht hier beim Fremdautomat kaufen. Ihre Cola? Nee, nee, nee. Kommen Sie her. Wollen Sie ein bisschen Wurst haben? Die besten Fleisch und Wurst waren. Hey man, you are brave to be working in this house with a killer on the loose. On a give. Oh, and give me some pork, please. Also, ja, da sagt er, da ist ein Mörder unterwegs. Und da möchte halt ein bisschen Schwänchen haben. Ich wüsste das. Tschling. Eine Stunde später. Ja, gut. Oh! Der Strom ist ausgefallen. Turn on the power at the powerbox. Na gut. Geh mal raus, du. Naja, ja. Der Chat sagt mir schon, ich soll mich da hier daran denken, dass ich mich da hinten in der Kiste verstecken soll. Gute Hammondstock. Da ist doch. Habt ihr den gesehen? Ich bin hier fort. Scheiße. Tür raus kann ich nicht. Scheiße. Und du? Scheiße, scheiße, scheiße. Da kommt jetzt. Da frisst uns. Da zerhackstückelt uns. Okay, da kam in den Raum rein. Habt ihr was gehört? Was hat denn da in der Hand? Ein Hammer? Da muss ja hässlich aussehen mit der Papiertüte. Dass er eine Papiertüte tragen muss. Okay. Das soll jetzt wahrscheinlich hinten rausgehen. So. Was sollen wir machen? Polizei rufen? Scheiße! Was ist denn jetzt? Ah. Kommt der jetzt sicher hinterher oder? Nee? Wie sieht's denn hier aus? Ist der hinten draußen? Den hättest du hier zerlegt. Scheiße. Throwaway Trashbags. Na ja, komm, hier ja, mein Kollege. Wer auch immer du bist. Kann ich hier den Power ausschalten?
Okay. Okay, hier konnte ich erstmal nichts machen. Das ist okay noch. Ich müsste da jetzt irgendwie an ihm vorbeikommen. Ja gut. Sehen wir mal. Hey. Telefon, Polizei, Polizei! Kommen Sie her! Er ist ein Verrückter! Bringt die Leute um! Ring, ring! Das Auto. Kann ich das nehmen? Er sitzt denn da nachts im Regen auf einer Bank, lässt sich von irgendeinem Kerl mit der Kapuze abstechen. Oder umbringen. Hast du wenigstens einen Autoschlüssel dabei? Ja, da ist jetzt sofort alles vorbei, ja. Ich höre die anderen Laden rein. Da jetzt her. Auch das Messer, Junge. Es ist ja gar nicht so einfach, die Leute da hochzukriegen. Komm die ganzen Leute her. Hast du wenigstens irgendwas? Da draußen steht ein Auto, also. Ach du Scheiße! So, meine lieben Freunde, das war Night Maniac, die Demo von Noxus Game Studio. Ich hoffe, euch hat's gefallen und falls ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt mit einigen creepy Games, müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Und vergesst nicht zu liken und Kommentare zu schreiben, das hilft mir sehr, kostet euch nichts. Also von daher, vielen Dank schon mal im Voraus und ich wünsche noch euch einen schönen Tag und goodbye.